Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Seid gegrüßt, willkommen zurück zu einem weiteren Video, hier heute im Fokus Helldivers 2. Ich habe es mir heute zur Aufgabe gemacht, dem einen oder anderen ein klein bisschen was zum Game zu erzählen, da ich ja doch die letzten Tage gemerkt habe, dass gerade durch Steam-Rezensionen oder irgendwelche Vögel im Internet irgendeinen Rotz verbreitet wird, der eigentlich mal so gar nicht stimmt. Von daher gehen wir heute die Basics durch und ich werde euch auf jeden Fall die wichtigsten Fragen mal näher bringen. Und dann fangen wir auch tatsächlich mit der am häufigst gestellten Frage an. Was ist Helldivers? Der ein oder andere, der Helldivers 1 schon gespielt hat, dem werde ich natürlich jetzt erstmal nichts Neues erzählen, aber Helldivers 2 bewegt sich quasi im selben Bereich wie Helldivers 1. Man hat eine Galaxis mit dem Zentrum, die Übererde, dem Heimatplaneten der, naja, von unseren Peoples und so. Und wir werden quasi angegriffen. Nur einerseits auf dieser Seite von den Terminiden, das sind die ganzen Bugs, die wir uns gleich mal anschauen werden. Und auf der anderen Seite haben wir die Roboter. Man sieht ja hier diese ganzen Sektoren, die sind jetzt noch nicht freigeschaltet. Nur gehen wir davon aus, dass sie nach und nach freigeschaltet werden. Bei den Bugs zum Beispiel, wenn wir den Bereich befreien, noch kollektiv, mit allen Leuten, die jetzt gerade gleichzeitig spielen, wie wir jetzt hier, der Planet ist gerade 96% befreit. Ich glaube, heute Mittag war der auf 88%. Das heißt, vielleicht kriegen wir das die Nacht hin, den ganzen Spaß zu befreien und rücken weiter vor. Na, wenn wir dann hier beide Planeten eingenommen haben, geht's dann in den nächsten Sektor. Und wenn wir dann alles geklärt haben, dann, ich weiß es nicht, vielleicht gibt's dann so eine ganz tolle Finalschlacht oder who knows oder I don't know. Wir sind im Moment erst beim ersten Sektor, deswegen weiß ich noch nicht, was sie sich jetzt einfallen lassen haben für Helldivers 2. Aber im Endeffekt ist Helldivers ein riesiger galaktischer Krieg, den man entweder alleine spielen kann oder mit bis zu 4 Leuten. Wir haben jetzt hier auch rechts gerade die Mission, diese 2 Planeten zu clearen. Dafür haben wir noch Zeit, 4 Tage und 11 Stunden. Wenn wir das hinkriegen, bekommen anscheinend alle, die daran mit teilgenommen haben, diese 10.000 Credits, womit man sich dann wiederum das eine oder andere holen kann. Nur das bedeutet jetzt quasi, wir haben, wenn wir anfangen, hier unten sehen wir ja schon den Schwierigkeitsgrad trivial. Wenn wir den gespielt haben, eine Mission geschafft haben, dann schalten wir immer mehr Schwierigkeitsgrade frei. Leicht, mittel, anspruchsvoll, schwer, extrem, lebensmüde, unmöglich und Helldive. Das Game selber hat weder einen Endgame-Content im Sinne von Raids oder Dungeons oder Dinge, die ich gefragt wurde, wo ich mir nur einen Kopf passen muss. Das Game selber, das, was man vom Game her sieht, diese Schlachten, das ist es. Man hat halt, auf der rechten Seite fühlt man sich eher so wie bei Starship Troopers von den Vibes her und bei den Robos ist es dann halt eher Terminator. Nur wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe, einen Planeten zu demokratisieren und dem Planeten Freiheit zu bringen, kann ich mir jetzt hier einen Planeten auswählen. Wenn ich jetzt C drücke, dann sehe ich auch zum Beispiel, was diese Symbole dort im Bild heißen. No? Effekte, Waffenerprobung, die Taktikausrüstung Railgun steht allen Helldivers zur Verfügung. Das ist jetzt gerade wohl so ein globales Event, damit einfach mal alle erstmal die Railgun testen können, wenn sie Bock haben. Weil vielleicht wird die Railgun so wenig genutzt oder ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann man die derzeit for free in jeder Mission dazu rufen und testen. Wir haben jetzt aber hier extreme Kälte. Eisige Temperaturen reduzieren die Feuerrate und verzögern die Wärmeentwicklung von Waffen. Heißt so viel wie, naja, deine Waffen schießen langsamer, aber manche Waffen entwickeln Hitze und in den eisigen Gebieten kann ich die halt besser nutzen, weil die werden natürlich besser gekühlt. Und dann haben wir noch Schneestürme. Heftige Schneestürme beeinträchtigen die Sicht. Kann auch nervig sein, aber muss man sich dran gewöhnen. Wenn ich mir jetzt diesen Planeten auswähle und sage, ja, ich habe richtig Bock auf die Schneedingsbums hier. Jetzt sehe ich hier neben dem Globus aktive Helldivers, da sehe ich gerade, wie viele unterwegs sind, um hier gerade Demokratie zu bringen. Ich sehe, wie viele Feinde eliminiert wurden, ich sehe, wie viele Helldivers gestorben sind, ich sehe, wie viele Kugeln abgefeuert wurden.
Na und jetzt, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad ich auswähle, kriege ich natürlich Missionen vorgeschlagen. Na hier, das sind jetzt gerade Leute, die auf meiner Friendslist stehen. Mit denen kann man dann halt im Endeffekt zocken. Oder na hier irgendwelche random Dinger. Ich schätze mal, das sind die SOS-Barken, die jemand rausschmeißen kann. Und wenn ich mir dann mal eine Mission ausgesucht habe, kann ich einfach sagen, oh, die Mission klingt gut, da will ich hin. Hier muss ich einen Brutkommandanten eliminieren und dann macht sich mein Schiff auf den Weg. Wenn ich mich dann in eine dieser mächtigen Hellpods begebe, kann ich auch gleich direkt meine Ausrüstung auswählen, in absolut epischer Manier, und sagen, hey, den Brutkommandanten müssen wir vermöbeln. Ich lande mal ganz kurz hier. Jetzt habe ich die Auswahl von meiner Ausrüstung und meinen Gadgets. Das sind auch quasi alles immer Dinge, die man halt nach und nach freischaltet. Alle möglichen Orbitalschläge, alle möglichen Waffen und alle möglichen Türme. Ich habe auch noch nicht alles freigeschaltet, deswegen ist hier gerade mal nur so ein paar Dinge. Da sind auf jeden Fall noch ein paar mehr, die man freischalten kann. Hellpotstart initiiert. Und los geht's für die Freiheit. So, angekommen auf diesem freiheitsberaubten Planeten, fange ich jetzt an mit diesen Tastenkombinationen, die man oben links sieht. Und wenn ich STRG drücke, habe ich verschiedene Tastenkombinationen für verschiedene Dinge, die ich rufen kann. Was genau die einzelnen Dinge machen, ja, das erfährt man dann im Game auf jeden Fall. Habe ich verschiedene Tastenkombinationen. Hier rufe ich jetzt mein Geschütz. Meine Waffe habe ich mir jetzt auch gerufen. Schmiere ich mir auf der Schulter. Alles, was dann hier runterkommt, kommt natürlich schön mit so einem richtig mächtigen Hellpot angejuchelt. Wenn irgendwas da drunter steht, ob Freund oder Feind oder sonst was, wird es natürlich direkt getroffen von den Dingern. Und jetzt habe ich hier quasi mein Szenario, wo ich Dinge vermöbeln muss, um den Planeten Demokratie zu bringen. Und die Mission, die war so heftig, die ist auch direkt schon fertig. Aber ist natürlich klar, ist die erste Schwierigkeitsstufe. Die ist jetzt, ja. Freiheit für immer! Also schön bums die Kanone. Na, für mich persönlich, die Schlachten, die werden natürlich auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden immer räudiger und immer mehr und immer mehr und immer schwerer. Absolutes Starship Troopers Feeling und ich liebe Starship Troopers. Na, und wenn wir die Mission jetzt geschafft haben, das war die eine, habe ich jetzt hier meine Extraktionspunkt. Da mache ich mich natürlich auf den Weg. Gleichzeitig, während ich auf der Map renne, habe ich Patrouillen, vor denen ich aufpassen muss. Wenn ich irgendwas trigger, dann kann es natürlich räudiger werden. Aber ja, das sind alles Dinge, da kann man noch mehr ins Detail gehen, wenn man Bock hat. Oder lasst mich natürlich gerne wissen, wie oder ob der ein oder andere noch ein Video haben möchte mit so Kompletterklärung zu den einzelnen Mechaniken. Aber ach, ich muss ja hier hoch. Aber ich gehe jetzt erstmal nur grob den Ablauf durch. No, das heißt, wir landen auf einem Planeten, boxen uns durch, machen eine Mission. Wenn wir die fertig haben, gehen wir zurück zu unserem Extraktionsshuttle, rufen einmal den ganzen Spaß und in 2 Minuten ist dann auch das Shuttle da. Ich muss natürlich die 2 Minuten auch noch möglichst überleben oder so lange, wie ich oben links Verstärkung habe. No. 5 Verstärkungen heißen, ich darf noch 5-mal sterben. Und ich kann halt mit diesem absolut mächtigen Max Payne Move kann ich mich natürlich auch durch die Map boxen, während ich auf mein Shuttle warte. Also grundsätzlich das Gameplay selber tatsächlich sehr geil, sehr schnell, sehr smooth, finde ich. Und die heftigeren Schwierigkeitsgrade machen natürlich echt sehr viel mehr Spaß als das, was wir jetzt hier gerade sehen. War natürlich klar, bei den meisten Waffen, die ein Magazin haben, wenn ich jetzt unten links gucke und sehe, ich habe noch
das halbe Magazin gefüllt. Wenn ich jetzt meine Waffe nachlade, ist das halbe Magazin natürlich weg. Und man müsste natürlich aufpassen, wann man immer so nachlädt. Aber ja. Ja, aber hier gegen die kleinen Dinger ist das ja erstmal kein Problem. Na, je länger die Missionen dauern, umso schlimmer wird es natürlich auch mit dem Munitionsvorrat. Aber man kann ja auch immer mal so einen Nachschub bestellen. Oder es gibt auch andere Dinger, die man noch bestellen kann, womit man dann halt Munition bekommt. Und dann geht's eigentlich. Okay, was war das denn bitte? Ach, da hat irgendein Bug eine Atombombe angegriffen, die da noch lag. Ja, das geht natürlich auch. Die liegen gerne mal rum. Na, und während ich dann versuche, meine Verteidigungslinie zu halten, habe ich halt alle möglichen Dinge, die ich noch rufen kann. Ne, Orbitalsperrfeuer oder hier so eine schöne Atombombe, die ich selber noch schmeißen kann. Und so kann ich halt anschauen, wie hier richtig die Demokratie vom Himmel regnet. Na? Und diese Fähigkeiten, die haben jetzt Cooldown. Und dann kann ich die halt immer wieder nutzen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, bis ich halt draufgehe oder so. Zack! Damit haben wir unsere erste Mission fertig. Und jetzt habt ihr auch so die komplette Easy-Variante mitgekriegt von dem, was das ganze Game auf euch, für euch parat hat. Natürlich verschiedene Objectives. Man muss hier und da mal Raketen starten, hier und da muss man mal Treibstoffsilos sprengen. Einige verschiedene Missionen, aber grundsätzlich vom Prinzip ist das erstmal Helldivers. Wir landen auf einem Planeten, ob jetzt von den Robos oder von den Bugs, haben verschiedene Missionen, je nach Schwierigkeitsgrad mehrere Missionsziele. Die Missionen dauern dann auch gerne mal eine halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem wie lange man halt braucht. Und durch das Gewinnen bekommt man XP für sein Level, diese Credits oder was auch immer für seine Gadgets, die man kaufen möchte, die Medaillen für Ausrüstung, die man kaufen kann. Und damit haben wir dann auch erstmal den ersten Part durch. Jetzt wisst ihr, was Helldivers 2 eigentlich ist. So, nachdem wir jetzt die gelenkte Demokratie in der Galaxis verteilt haben durch unseren absolut heftigen Beitrag zur Föderation, kommen wir jetzt mal zu der nächsten Frage. Ist Helldivers 2 Pay to Win? Ich glaube, diese Frage, wie oft ich die schon gehört habe, weil irgendein richtiger Fregel in den Stream-Reviews schreibt, das Game ist Pay to Win. Ich erkläre euch jetzt gerade ganz kurz mal das Kaufsystem von Helldivers 2. Wir haben, wenn wir hier R drücken, haben wir einmal Übercredits, die man kaufen kann für 19,99 €, 2100 Übercredits. Und mit diesen Übercredits kann ich hier im Moment diese heftige Rüstung kaufen. Diese vier Teile. Und die Rüstung kostet quasi 2,50 €. 1,50 €, 1,25 €. Aber das Ding ist, was ich euch sagen kann, diese Rüstungen, das ist alles, was man gerade für Übercredits an sich kaufen kann, außer dem Store gleich, zeige ich euch, die sind genauso von den Werten wie alle anderen, die man im normalen Store kaufen kann, auch. Das heißt, das Einzige, was hier halt vielleicht mal anders ist, ist halt der trollige Skin oder sonst was. Ansonsten sind die komplett identisch. Die haben dieselben Werte, die die normalen Rüstungen im normalen Store haben können. Und die haben die normalen Perks, die die im normalen Store haben können. Das war's. Mehr ist da nicht. Das ist alles, was ich für die Übercredits im Moment bekomme. Rüstungen mit den Perks, mit Ausrüstungsdingern, die nur anders aussehen, die ich aber auch hier in den Kriegsanleihen kaufen kann. No? Ich habe genauso hier meine Rüstungsdinger. Helme haben grundsätzlich keine Bonis. No? Kein Helm. Auch die Helme im Überstore. Die haben auch keine Bonis, alles auf 100 und sind genauso wie alle anderen Helme auch. Wenn wir jetzt mal gucken zum nächsten Teil von dem, was ich kaufen kann.
Wir haben jetzt hier Kriegsanleihen. Kriegsanleihen ist quasi der normale Shop, in dem ich was holen kann. Oh, ich kann jetzt hier für 2 Medaillen, ich habe jetzt gerade 41, kann ich jetzt zum Beispiel diese Splittergranate kaufen. Wenn ich X Medaillen ausgegeben habe, schalte ich die nächste Seite frei. Wenn ich dann wieder X Medaillen ausgegeben habe, schalte ich die nächste frei. Ich brauche jetzt für die nächste Seite zum Beispiel 17 Medaillen. Dann komme ich auf diese Seite. Und hier kann ich mir dann auch wieder Helme kaufen, Rüstungen und so weiter. Booster im Sinne von, ne, wirklich Booster, die irgendwas verbessern. Boah, hier zum Beispiel jetzt Helldiver sind vollständig mit Munition, Granaten, Spritzen ausgestattet. Der eine oder andere versteht die Booster ja ganz gerne wie mehr XP, mehr irgendwas, I don't know. Nein, hier sind die Booster tatsächlich nur Bonis im Game. Und wenn einer einen Booster aktiviert, zählt er auch direkt für die ganze Gruppe. Das heißt, da kann man natürlich schauen, dass man die Booster variiert und verschiedene Leute verschiedene Booster mitnehmen. Dann war es das auch. Na und so farm ich mich quasi von den Medaillen her durch die ganzen Seiten und kaufe mir hier Emotes, kaufe mir hier neue Standardwaffen, Übercredits. No, die Übercredits kann ich auch hier kaufen, die ich ja dann quasi auf der anderen, hier in dem, na, in diesem Shop holen könnte. Na, wenn wir jetzt mal gucken, 150 Übercredits kosten 2 Euro. Ich kann jetzt hier drinne 100 Übercredits konnte ich kaufen für 2 Medaillen. Hier in der nächsten Seite habe ich nochmal 100 Übercredits geholt. Hier in der nächsten Seite sind nochmal 100 Übercredits für 3 Medaillen. Hier in der nächsten Seite sind nochmal 100 Übercredits für 6 Medaillen. Na, wird zwar natürlich von den Medaillen her immer ein bisschen teurer, aber man kriegt natürlich auch mit wachsendem Schwierigkeitsgrad immer mehr. Diese Übercredits an sich, abgesehen von den Klamotten, die wir gerade gesehen haben, bräuchte man noch 1000, um diesen Premium Citizen Shop freizuschalten, der meiner Meinung nach nichts weiter als eine vereinfachte, bessere Version von einem Battle Pass ist. Dieses Dingen selber ist genauso wie der eine Shop, den ich euch gerade gezeigt habe, nur muss man hier einerseits viel mehr Medaillen bezahlen und man muss auch viel mehr Medaillen reinpacken, um auf die nächsten Seiten zu kommen. Das bedeutet aber nicht, dass das Zeug, was hier drin ist, besser ist. Es ist halt anders. Dieses Sturmgewehr zum Beispiel, wenn wir uns das mal anschauen, hat halt noch als Perk Explosiv mit bei. Finde ich persönlich absolut scheiße. Ist natürlich immer Geschmackssache. Wenn ich mir aber das Standardsturmgewehr anschaue, gefällt mir das auf jeden Fall mehr. Aber hier, man kann es holen. Aber die Dinger, zum Beispiel hier die erste Waffe, hat mich 20 Medaillen gekostet. Der Revolver hat mich 15 Medaillen gekostet. Der Revolver ist halt auch nichts Besonderes an sich. Und wenn wir mal hier schauen, die Schrotflinte hat, glaube ich, 6 Medaillen oder so gekostet. Das heißt, die Waffen hier an sich sind natürlich auch nochmal ordentlich günstiger, genauso wie die Rüstung. Bedeutet also, selbst wenn ich den Premium Citizen Shop Dings sie habe, muss ich dort viel mehr Medaillen lassen, die mir dann hier in diesem Shop wieder fehlen. Weil ich habe jetzt zwar hier in dem Shop, weil ich unbedingt diese Waffe testen wollte, habe ich hier schon irgendwas mit 200 Medaillen gelassen, nur um hier hinzukommen. Aber die Medaillen, die ich dann hier ausgegeben habe, die fehlen mir jetzt in dem ersten Store komplett. Und ich bin jetzt hier noch nicht mal auf Seite 3 angekommen, obwohl manch einer hier schon mit den Medaillen, na, auf Seite 5, 6 gewesen wäre. Na, das heißt, ich würde absolut nicht mal im Ansatz sehen, dass der Premium Citizen Shop großartig besser ist. Er ist halt ein Zusatz. Wenn man halt Bock hat und sagt, hey, ich will das Game supporten, ich gönne mir das. Na, aber die Rüstungen sind nicht besser. Die Klamotten an sich sind gleich, außer dass sie halt anders aussehen. Na, wie er jetzt hier hat mal so einen Skin mit so einem Ding auf der Schulter halt. Na, die sind halt anders. No? Finde ich aber total in Ordnung. Jeder kennt so einen Battle Pass, wo man dann halt mal ein paar fancy Dinge kriegt, die halt anders aussehen oder so, aber dann halt nicht wirklich ein Game Changer sind. Na, hier so Brandgranaten habe ich jetzt hier auch, finde ich auch voll müllig, aber ist halt Geschmackssache. Ne? Hier so eine Brandschrotflinte finde ich schlechter als die normale Schrotflinte, weil die Brandschrotflinte zwar die Gegner anzündet, aber dafür nur 180 Schaden macht. Wenn ich mir jetzt die Schrotflinte hier anschaue, die ich direkt am Anfang kriege, die macht 360 Schaden, also mehr Damage, aber ohne den Brandeffekt und ich will, dass die Gegner sterben und nicht erst noch brennen und rumrennen und sonst was und dann ganz langsam downticken. Deswegen finde ich die hier definitiv besser. Die Brandschrotflinte ist dann halt für Massen von mini kleinen Gegnern, damit die denn mit dem Brand dort einfach sterben, ganz okay. Aber ansonsten ist es halt nichts Berauschendes.
Na, und das war's. Mehr zum Shoppen ist halt nicht. Na, du hast hier, das war alles, was du hier mit den Übercredits machen kannst. Und mehr ist nicht. Wenn mir da irgendjemand erzählen möchte, das ist Pay-to-Win, dann hat er einerseits absolut keine Ahnung, was Pay-to-Win eigentlich bedeutet. Und andererseits natürlich auch Pay-to-Win in einem PvE-Game ist sowieso totaler Murks und Bockmist. Aber ich sehe hier nicht, dass man irgendwie sagen kann, hey, ich bezahle jetzt 10 Euro und ich kriege die dicksten Waffen of the Universe. Na, von daher, jeder, der euch erzählen möchte, das Game sei Pay-to-Win, zeigt ihm den Vogel, ist es nicht. Wir haben hier auf diesem Schiff verschiedene Möglichkeiten, um Demokratie an den Mann zu bringen. Die üblichste Form der Demokratie ist hier über die Kriegsanleihen Standardwaffen zu kaufen, wie die Schrotflinte, neue Granaten, noch ein bisschen Ausrüstung. Bei den Rüstungen selber gibt es dann mal die Variation, die haben ein bisschen weniger Panzerung, sind aber ein klein bisschen schneller und haben dann halt hier und da mal so ein Boni. Ne? So der Kundschafter, der hat halt größere Radarreichweiten, beziehungsweise wird sehr weniger von den Gegnern gesehen. Und die Pings, die auf der Karte erzeugt werden, zaubert der halt alle 2 Sekunden. Ne? So als Scout schon ziemlich gut, aber es gibt halt alles Mögliche. Dann gibt es hier noch irgendwo so eine Rüstung, jeder Scharfschütze. Wenn er in der Hocke ist oder liegt, dann hat er weniger Rückstoß und erhöhter Widerstand gegen Explosionen. Na, so kann man dann halt schauen, worauf man Bock hat. Hat auch ein bisschen mehr Panzerung, aber ist gleichzeitig auch langsamer und regeneriert Ausdauer langsamer. Aber ein vernünftiger Scharfschütze soll ja auch nicht rennen. Na, und zusätzlich jetzt zu dem, was wir hier kaufen können, haben wir natürlich hier, wenn wir hier an den Computer rangehen, das Schiffsmanagement, haben wir jetzt hier unsere Taktikausrüstung. Das ist quasi der Main Progress in dem Game. Ich muss Level freischalten, die stehen dann immer hier unten. Mir fehlen eigentlich nur noch die Level 20er. Und ne, so alle paar Level öffnet sich dann halt das nächste, was ich freischalten kann. Wir haben in der ersten Kategorie, haben wir die patriotischen, im patriotischen Verwaltungszentrum, haben wir verschiedene Waffen, Unterstützungswaffen, die dann den dritten Slot einnehmen. Noch ein Maschinengewehr, eine extra Sniper, noch ein Maschinengewehr, womit wir auch rumlaufen können. Einen Panzerabwehr, Einwegdinger, ein rückstoßfreies Gewehr. Schön, na, der auch von einem Buddy nachgeladen werden kann, der so einen schönen Rucksack auf dem Rücken hat. Und also kann man schön zu zweit Demokratie verteilen. Oder es geht auch alleine, wie wir festgestellt haben. Man muss dann selber den Rucksack auf dem Rücken haben, aber das Nachladen dauert natürlich länger. Hier haben wir noch einen Flammenwerfer. Das ist mein absoluter Favorit. Die automatische Kanone ist halt nichts gegen stark gepanzerte, aber gegen alles andere die totale Zerstörung. Supergeil, mein Favorite. Wenn ihr Bock habt, dass ich euch mal grundsätzlich alle einmal vorstelle, lasst mich das gerne unter dem Video wissen. Dann kriege ich das sicherlich hin, dass wir einmal alles durchgehen und noch alles mal vernünftig bewerten. Wir haben auch hier jetzt die Kategorie mit den ganzen Orbitalangriffsversionen. Noch verschiedene Größen vom Sperrfeuer, was darunter prasselt. Schön, ne? Noch größer, wenn man mal so eine ganze Basis einfach mal bombardieren möchte. Man muss natürlich aufpassen, das Game selber, das lebt quasi vom Friendly Fire. Wenn man nicht aufpasst, sorgt man quasi ratzfatz dafür, dass man seine Teammates killt. Deswegen ist Kommunikation schon definitiv das A und O. Na, jetzt hier habe ich halt verschiedene Möglichkeiten, Demokratie zu verteilen. Na, das sind so die orbitalen Dinger, die haben ein paar Sekunden Anforderungszeit, haben dann x Sekunden Cooldown. Ich kann die unbegrenzt nutzen, passt. Wenn wir jetzt in den nächsten Bereich kommen, zum Hangar, da ist quasi ein Jet, der uns zur Hilfe eilt. Das ist nur der Adler selber, der hat keine Anforderungszeit, bedeutet, ich werfe diese Kugel und quasi instant schlägt dann auch das Ding ein. Die Anwendungen hier, die 2 Anwendungen, sind quasi die Anwendung, bevor der Adler zurück zum Hangar muss, um aufzutanken oder neu aufzumunitionieren. Das bedeutet nicht, dass ich nur 2-mal das Ding nutzen kann und das war's für die ganze Mission, sondern ich kann es einmal nutzen, 15 Sekunden warten, nochmal nutzen und wenn ich es dann genutzt habe, dann fliegt er erstmal zurück zum Zerstörer und munitioniert auf. Das dauert meistens so 2-3 Minuten und dann kann ich den tatsächlich wieder nutzen. Deswegen sind die schon an sich ganz geil. Ne? Auch mein Favorite hier, die schöne 500 Kilogramm Bombe, die man da ordentlich reinmetern kann und
da kann man halt schauen mit diesen Dingern, worauf man am meisten Bock hat, was man haben möchte. Man kann alles freischalten und jede Mission kann ich dann 4 verschiedene Gadgets Maximum mitnehmen. In manchen Missionen, je nach Perk, kann man auch nur 3 mitnehmen. Aber ja, so kann ich halt schauen, worauf ich halt Bock habe. Na, hier sieht man auch die Robos, die wir jetzt auch noch als Fraktion haben. Eher so die schießende Fraktion. Da muss man natürlich schauen, dass man auf Distanz nicht gekillt wird. Und ja, wenn man sich dann halt ausgesucht hat, welche Spielereien man hier so haben möchte, kann man nur sagen, viel Spaß beim Bringen der Demokratie mit allen möglichen Gerätschaften. Zusätzlich zu diesen Gadgets, die wir auswählen können, haben wir auch noch das Schiffsmodul. Das Schiffsmodul selber sind quasi Upgrades für unser Schiff, die gelten auch nur für uns. Das heißt, auch wenn der Host vom Spiel das geskillt hat, ist total egal. Man selber muss seine Upgrades skillen. Hier habe ich jetzt die Lizenz zur Nutzung von Spenden. Dadurch habe ich quasi ein Magazin mehr in den ganzen Unterstützungswaffen, ne, die hier unten rechts aufgelistet sind. Ist quasi selbsterklärend. Ne, verschiedene Boni, das ist dann hier so der Tree rund um Unterstützungswaffen. Na, oder hier diese Schilder, die man auch auf dem Rücken haben kann, dass die Abklingzeit um 10% verringert ist. Hier bin ich derzeit drauf geskillt auf Orbitalkanonen, na, dass ich da halt mehr Damage mitmache im Zentrum von dem Ganzen. Und hier, dass ich ein Sperrfeuer mehr habe. Um diese Dinger hier in dem Tree zu skillen, brauche ich diese Proben. Die Proben selber, die grünen, orangenen und die lilanen, die bekomme ich beim Zocken. Was der ein oder andere wahrscheinlich noch nicht gesehen hat, ist, dass man beim Schwierigkeitsgrad auswählen sieht, welche Proben man dort bekommt. No, das reicht ja schon hier. Unten sieht man trivial, wenn ich noch weiter gucke, Primärziel, Feindpatrouillen. Und darunter sehe ich Proben, leuchtet gerade grün. Wenn ich jetzt die Schwierigkeitsstufe erhöhe, ab anspruchsvoll, gibt es dann auch die seltenen Proben mit dazu. Das zieht sich dann bis extrem und ab lebensmüde gibt es dann auch die lilanen Proben. Natürlich muss ich die Proben auch meistens erstmal auf der Map suchen. Ich kriege die nicht einfach nur fürs Zocken, sondern die liegen meist irgendwo rum, ne, versteckt irgendwo in einem Nest von den Bugs oder sonst wo. Da muss ich mir natürlich die Proben dann organisieren. Und ich muss, wenn ich die Proben halt auch eingesammelt habe, lebend zum Shuttle kommen und die auch extrahieren. Wenn ich sterbe und neu spawne, dann muss ich die erstmal einsammeln, weil die dann bei meiner Leiche liegen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Die Proben selber, die werden beim Tod fallen gelassen. Und dann muss man die wiederholen. So, das soll's dann auch tatsächlich erstmal gewesen sein von meiner Seite. Ich werde jetzt noch ein klein bisschen die Demokratie verteidigen gehen und anderen Lebewesen die Freiheit geben. Ob die da Bock drauf haben oder nicht, ist mir egal. Wir haben die nötigen Gadgets dafür und die werde ich nutzen. Von daher, wenn ihr noch irgendwas Bestimmtes sehen wollt oder wissen wollt, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr irgendwie alle Orbitalschläge getestet haben wollt oder alle Unterstützungswaffen oder alle Türme, haut's gerne in den Chat. Ich krieg da sicherlich was gezaubert und sag erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet ein klein bisschen Spaß, habt ein bisschen was mitgenommen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zum nächsten Mal.